Der neue Mondstab. Wer um alles in der Welt seid ihr? Seid ihr Freunde oder was? Wenn ihr auf unserer Seite seid, kommt zu uns, setzt euch für Frieden und Gerechtigkeit ein. Aber man quält nicht die Herzen anderer. Ich bin Sailor Moon und im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Der unheimliche Doktor steht in seinem Labor und arbeitet. Da betritt Kaori Knight den Raum. Kaori Knight? Ja, Doktor? Sag mir, was ist unser Ziel, Kaori Knight? Mithilfe des Heiligen Grals die Welt regieren, Doktor. Mhm. Ja, gut. Und wie wollen wir das erreichen? Wir suchen 3 Talismane, die in den reinen Herzen von Menschen verborgen sind. Mit ihrer Hilfe bekommen wir dann den Heiligen Gral und damit die Macht über die Welt. Ja, und dafür werde ich jetzt einen neuen Dämon erschaffen, der dir hilft. Der Doktor schüttet einige merkwürdige chemische Substanzen zusammen in einen Behälter. Plötzlich fängt die Flüssigkeit zu brodeln an und etwas Kleines, nicht größer als eine Walnuss, schwebt langsam auf den Doktor zu. Und nun, Dämon, geh und such ein reines Herz, in dem ein Talisman sein könnte. Kaum hat Kaori Knight ausgesprochen, schwebt dieser kleine Dämon auch schon aus dem Labor hinaus und verschwindet in den Wolken. Bunny liegt in ihrem Bett und scheint einen Albtraum zu haben. Sie wälzt sich unruhig im Bett hin und her. Sie träumt, dass das Licht des Silberkristalls auf einmal erlöscht. Was ist los? Das Licht des Silberkristalls ist erloschen. Du hast doch nicht etwa zu viel gelernt, wohl überarbeitet und zu wenig geschlafen, was? Hey, Bunny, wenn du schon zu schwach bist, dann solltest du in den Ruhestand treten. Was? Frechheit! Dir werde ich's zeigen! Bunny schlingt ihre Hände um Lunas Hals und beginnt, das Kätzchen zu würgen. Da wacht sie auf. Ein Traum? Ja, ein gefährlicher Traum. Bunny greift nach ihrem Amulett. Es war kein Traum. Siehst du, das Licht ist erloschen. Er ist jetzt für mich völlig wertlos geworden. Bunny! Luna, kann ich denn jetzt nie mehr Sailor Moon sein? Doch, das kannst du noch. Aber der Silberkristall... Keine Angst, ich bin sicher, der funktioniert schon wieder. Hey, schau nicht so traurig. Bunny, warum fragst du nicht Mamoru um Rat? Los, lass dich nicht so hängen! Mamoru und Bunny treffen sich im Park. Bunny erzählt Mamoru von ihrem Traum. Das war ein ziemlich schlimmer Traum. Mamoru, was glaubst du, passiert jetzt mit mir? Wenn ich mich nicht mehr verwandeln kann, kann ich die Welt auch nicht mehr beschützen. Nachdenklich geht Mamoru hin und her. Doch dann scheint er eine Idee zu haben. Ich hab's! Ich zeig dir etwas Schönes, Bunny! Los, komm schon! Gemeinsam laufen die beiden zu einer alten, verfallenen Villa. Durch ein Loch in einer Mauer kriecht Mamoru auf das Grundstück. Doch Bunny bleibt vor dem Loch stehen. Hat sie etwa Angst? Los! Dürfen wir hier überhaupt rein, Mamoru? Nein, vermutlich nicht. Außer uns ist niemand da. Ich weiß schon, warum. Du willst mit mir allein sein. Das verstehst du falsch. Oh, er ist ja so schüchtern. Dann muss ich wohl anfangen. Gerade als Bunny Mamoru küssen will, hält er ihr ein kleines Katzenbaby vor die Nase. Oh, wie süß. Darf ich sie nehmen? Du hast ein so hübsches Fell. Ich werde dich Chestnut nennen. Mamoru, wolltest du hierher, um mir das Kätzchen zu zeigen? Ja, hier ist der Versammlungsort von vielen Straßenkatzen. Wirklich? Ah, Chestnut, wo willst du hin? Los, Mamoru, komm mit! Aber... Und Bunny läuft in das alte Haus. Hier.
Ihr könnt so viel haben, wie ihr wollt. Dort füttert ein kleines Mädchen die Katzen. Nicht so drängeln. Es ist genug für euch alle da. Wirklich, glaubt mir. Fütterst du diese Kätzchen? Wieso, warum? Wer ist da? Die Hüterin des Rechts. Hallihallo. Langsam geht Bunny auf das kleine Mädchen zu. Sag mal, fütterst du diese Kätzchen eigentlich jeden Tag? Ja, aber sie tun mir so leid. Wirklich? Das Haus wird nämlich bald abgerissen. Und dann haben sie alle kein Zuhause mehr. Du hast ein gutes Herz. Gut, wir werden dir helfen, die Kätzchen zu versorgen. Du machst doch mit, Mamoru. Von mir aus, wenn sie dann wieder glücklich ist. Der Dämon fliegt auf das Haus zu, in dem das kleine Mädchen wohnt. Er fliegt durch das offene Fenster in ihr Zimmer hinein. Dort schaut er sich um. Dann setzt er sich auf ein Katzenpuzzle und plötzlich verschmilzt er mit dem Bild. Bunny erzählt ihren Freundinnen von dem alten Haus. Was? Um die Katzen kümmern? Nicht nur, wir müssen auch ein neues Zuhause für sie finden. Ray, Amy, Minako, Makoto. Ich bin sicher, jede von euch ist bereit, eins zu übernehmen. Dann sind schon vier gerettet. Hey, Augenblick mal. Ich muss mich schon um Artemis kümmern. Der allein zählt schon für vier Katzen. Was soll das heißen? Au. Nichts für ungut, Artemis. Ich kann auch nicht. Das hier ist ein Zufluchtsort für Vögel. Katzen sind zu gefährlich. Ach ja, und ich lebe alleine. Für mich ist das zu viel, leider. Und ich muss mich intensiv auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Ich habe beim besten Willen keine Zeit, mich auch noch um ein Kätzchen zu kümmern. Anscheinend habe ich was mit den Ohren. Ich glaube nicht, dass ihr alle dermaßen egoistisch seid. Warum nimmst du sie nicht bei dir zu Hause auf? Bunny weiß nicht, was sie sagen soll. Ja, also, ich würde ja gern, aber wir haben Luna und die frisst allein schon so viel wie vier Katzen. Was hast du gesagt? Willst du etwa behaupten? Du hast doch noch genügend Zeit. Warum versuchst du nicht, jemand anderen zu finden? Na gut, dann helft mir wenigstens erstmal was Essbares für die Kätzchen zu finden. Das ist hoffentlich nicht zu viel verlangt. Was ist los mit ihr? Ach, nichts weiter. Nur wieder eine ihrer Launen. Als das kleine Mädchen wieder zu Hause ist, bemerkt sie, dass ihr zwei junge Kätzchen gefolgt sind. Hört auf, mir nachzulaufen. Tut mir leid, wir dürfen hier keine Tiere halten. Na gut, aber nur bis meine Mama kommt. Oh. Sie lässt die Kätzchen in ihr Zimmer. Da springen sie auch schon auf ihr Bett. Hey, nicht das Bett schmutzig machen. Los, runter da! Das Puzzle habe ich noch nicht fertig. Mal sehen, ob das passt. Kaum hat die Kleine das Puzzle berührt, erscheint der Dämon. Langsam steigt er aus dem Bild heraus. Nekone! Oh, was ist das? Der Dämon hat das Aussehen einer Katze angenommen. Ich bin gekommen, weil ich den Talisman aus deinem reinen Herzen brauche. Du entkommst mir nicht! Das kleine Mädchen läuft so schnell es kann auf die Straße hinaus. Doch der Katzendämon bleibt ihr auf den Fersen. Sie läuft mit den beiden kleinen Kätzchen in die alte Villa. Kaum sind sie drin, verschließt sie die Tür. Doch da steht der Dämon schon draußen vor dem Fenster. Miau! Sie heute vielleicht gar nicht kommt? Das gefällt dir, was? Ich muss meinen Großvater fragen, ob ich nicht doch eins nehmen kann. Und warum nur eines? Nehmen Sie doch gleich alle, Ray. Komm schon, Bunny, was denkst du? Soll sie vielleicht eine Tierhandlung aufmachen? Na klar. Der Dämon springt durch das Fenster und bleibt vor der Kleinen stehen. Ja. Was ist? Auf einmal laufen die Katzen in die alte Villa hinein. Wo laufen sie denn hin? Das Mädchen versucht davonzulaufen, doch der Dämon ist schneller.
Mit schwarzer Energie versucht der Dämon, den Talisman aus dem Herzen des Mädchens zu ziehen. Doch da kommen die anderen Katzen und greifen den Dämon.